Willkommen zurück bei To the Moon. Und wir sind hier gerade bei der Baustelle zum Haus, wo wir später schon mal drin waren. Und da sitzt er wieder, John. Johnny. Isabelle. Nick hat angerufen und mich hergebeten. Ich habe dir eingelegte Oliven mitgebracht. Die magst du am liebsten, stimmt's? Die eingelegten Oliven, so, so. Ich habe von River gehört. Wird sie wieder gesund? Ihre Krankheit wurde erst spät festgestellt. Glücklicherweise ist sie behandelbar. Aber die Kosten für die Behandlung... Wir können uns nicht leisten, das Haus fertig zu bauen, Isabelle. Wir können kaum die Behandlungskosten bezahlen. Ich bin froh, dass man ihr helfen kann. Aber du kannst dir nicht vorstellen, wie viel dieser Ort ihr bedeutet. Es wird ihr das Herz brechen. Ich würde gern helfen, aber Ted und ich können uns seit dem Finanzcrash selbst nur knapp über Wasser halten. Was wirst du nun tun? Ich werde ihr sagen, dass wir es schaffen können. Dass wir uns beides leisten können. Und ja, das tut er auch. Aber ob das die richtige Entscheidung ist, ist natürlich zweifelhaft. Ich möchte nicht, dass sie eine Dummheit begeht. Und trotzdem tut sie es. Du solltest sie nicht anlügen. Und du verstehst nicht, Isabelle. Wenn sie die Wahrheit herausfände, bin ich mir nicht sicher, was sie wählen würde. Na und? Naja, wir wissen, was sie wählt. Wenn sie entscheidet, dass ihr dieser Ort mehr bedeutet als ihr eigenes Leben, dann soll es eben so sein. Es geht darum, was sie wirklich will. Ihr Neurotypischen meint immer, ihr wüsstet, was das Beste für andere ist. Das mag ich nicht. Und ich hasse es, wenn du mich so nennst, Izzy. Glaubst du denn, es geht nur um sie? Was ist mit mir, Isabelle? Nach all den Jahren darf ich da nicht auch mal an mich denken? Ich möchte nicht allein sein, Isabelle. Ich werde sie nicht sterben lassen. Das ist anmaßend. Ist mir egal. Wo willst du hin? Ich werde ihr etwas von der Klippe mitbringen. Das wird sie ein wenig trösten. Was du vorhast, wird davon nicht besser. Nick wollte, dass ich dir das gebe. Er sagt, das Lied heißt Everything's Alright. Gar nichts ist in Ordnung. Und so bewegen wir uns mal. Ich denke, wir wissen schon, was das Memento dieses Mal ist. Nein. Doch. Knapp daneben, aber wir waren eigentlich... doch schon richtig. Kommen wir hier hinten hin? Ja.
Ich hätte gesagt, der Hammer wäre auch noch eins gewesen. Aber dem war nicht so. Wir haben gerade einmal zwei gesammelt. Ich denke mal, wir können John dann doch hinterhergehen. Oder nicht? Oder wir können ins Haus hineingehen, ich weiß es nicht. Nun ja, zumindest hat uns das hier zwei Erinnerungskugeln gebracht, aber eine fehlt leider noch. Deswegen würde ich mal behaupten, wir gehen ins Haus. Nach oben konnten wir ja nicht weiter. Ja. Und da steht's auch, Erforschung der Umgebung kann auch zu Memory Links führen. Wir haben 5 gesammelt und wollen doch jetzt gleich mal gucken. Was es hier ergibt. Wir bereiten das Memento vor. Ich sollte vielleicht dieses Spiel doch mal früher spielen, aber ich glaube, ich weiß schon, wie das ganze Problem zu lösen ist. Da sind die eingelegten Oliven. Notiz: eingelegte Oliven erhalten. Moment mal. Wir erhalten ja andauernd Notizen, dann haben wir auch ein Inventar. Ich sollte gleich mal suchen, wo wir das Inventar vorfinden. Also zieht ihr die Sache wirklich durch? Yep. Die Bauarbeiten starten bereits in wenigen Monaten. War nicht ganz einfach. Wir mussten Ratenzahlung vereinbaren. Aber jetzt, wo die Finanzierung steht, wird es schon klappen. Wie wundervoll! Euer eigenes Traumhaus und dann noch in diesem schönen Fleckchen Erde. Ihr habt euch an dem Leuchtturm nicht weit von dort das Jawort gegeben, stimmt's? Ja. Aber das ist nicht allein. Wir und dieser Ort, das geht schon lange, ganz, ganz lange zurück. Tja, es ist schön, dass wir uns auch mal etwas Erfreuliches zu erzählen haben. Lasst uns anstoßen auf euch beide. Genau, auf uns. Er stößt mit eingelegten Oliven ein, oder? Bin gleich wieder da. Ich brauche nur etwas frische Luft. Ich komme mit dir. Da ist River noch gesund. So scheint es zumindest. Und die beiden Herren können sich mal ganz unter sich unterhalten. Tja, mein Freund. Ist schon wieder ganz schön lange her. Und wohl wahr. Wer hätte gedacht, dass die paar Kilometer mal zu einer solchen Hürde werden würden? Diese River, immer noch so still. Was? Ach, sie ist eigentlich ganz gesprächig daheim, und wenn sie mit Isabel zusammen ist. Ich denke, sie ist einfach nicht gewohnt, dass du dabei bist. Haha, jetzt bin ich mal der böse Junge, was? Hey, also hast du River jetzt diese eine Sache erzählt von früher? Ja. Wie hat sie es aufgenommen? Insgesamt ganz gut. Aber eine Sache gibt es, die mir noch zu schaffen macht. Seit diesem Vorfall bastelt sie andauernd diese seltsamen Hasen aus Papier. Origami-Hasen? Ja, viele. Jede Menge. Und das ist echt nicht gelogen. Also das Haus war ja voll mit den ganzen Dingern. Auch im Leuchtturm waren haufenweise von diesen Hasen. Und wenn das erst so spät angefangen hat, kann ich mir vorstellen, dass sie damit ziemlich viel Zeit verbracht hat. Ha, ich habe früher auch mal Origami-Tiere gemacht. Für meine Tochter, als sie noch klein war. Was ist daran so schlimm? Ich glaube nicht, dass man das vergleichen kann.
Sie macht nichts anderes, als diese Hasen zu basteln, Tag ein, Tag aus. Oh, da hatte ich ja gar nicht so unrecht. Ja, also irgendwas muss da ja wirklich vorgefallen sein, sonst würde ein Mensch nicht so dermaßen anders sein. Unser Haus ist inzwischen voll mit den Dingern, bis oben hin. Sagt Isabel nicht, dass so etwas bei Menschen wie Ulva nichts Ungewöhnliches ist? Schon, aber diesmal habe ich ein ungutes Gefühl. Wenn ich sie darauf anspreche, antwortet sie mir nie. Stattdessen bekommt sie diesen abwesenden Blick, fast als würde sie irgendwas von mir wollen. Und das Seltsame ist, ich habe das Gefühl, dass da wirklich etwas ist, dass ich ihr schuldig bin. Hast du mal Isabel gefragt? Ja, sie sagt, dass sie mit ihr gesprochen hat, aber auch nichts als ihr aus ihr rauskriegen konnte. Komische Situation natürlich. Tja, ich bin sicher nicht der Fachmann hier, aber ich kann dir eins sagen. Ich kenne dich seit der Mittelstufe und du hattest schon immer den Hang, dir um alles einen Kopf zu machen. Du bildest dir da wahrscheinlich etwas ein. Mach dir nicht so viele Gedanken. Wenn jemand so einen Rat gibt, liegt meist tatsächlich irgendwas im Argen. Aber gut, ich habe Zweifel, keine Gewissheit. Wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich? Ich habe immer recht, John. Ein bisschen eingebildet, aber sonst... Moment mal. Selbst er hatte keine Ahnung, was mit diesen Hasen los war? Vergiss die dummen Hasen. Wir haben andere Probleme. Wir sind hier in einer abgegrenzten Erinnerung und es gibt keinerlei Mementos. Keine Panik. Wir können wahrscheinlich eins von ihm selbst bekommen. Wie das? Sieh zu und lerne. Ich muss nur kurz diesem Wirt einen Besuch abstatten. Aber zuvor möchte ich doch wirklich mal gucken. Da haben wir Notizen. Die Uhr. Die Uhren in Johnnys Haus ticken nicht. Mond. Der Mond in Johnnys Erinnerung ist ein Vollmond. Eingelegte Oliven, Johnnys Lieblingsspeise. Und Anja, jemand, um den sich John und River sorgen. Im Inventar haben wir immer noch den Zimmerschlüssel. Jeder mag Schlüssel, aha. Das Plüschschnabeltier und den Papierhasen. Würde ich mal sagen. Sprechen wir mal mit dem Wirt. Hallo, was darf sein? Hallöchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch, zahlen Sie bar oder mit Karte? Check. Tut mir leid, Schecks nehmen wir nicht an. Tja, dann schreiben Sie es einfach auf meinen Deckel. Moment, soll das heißen, Sie haben kein Geld? Ich werde dich sowas von resetten. Hallo, und was darf sein? Tagchen, haben Sie ein Glas eingelegte Oliven für mich? Klar doch. Zahlen Sie bar oder mit Karte? Schreiben Sie es auf meinen Deckel. Heute mache ich richtig einen drauf. Oh, geht klar, der Herr. Hier sind Ihre eingelegten Oliven. Danke, Kumpel. Da wird heute jemand eine Menge Trinkgeld einstreichen. Danke, der Herr. Du kannst so ein Arsch sein, Neil. Ach, mach dich locker. Ja, dann geben wir doch mal die Oliven nach da oben. Nanu, sehen meine getrübten Augen da etwa ein Gläschen eingelegte Oliven? Erinnere ich mich nicht richtig, er mochte die doch gar nicht, oder? So ist es. Sie wissen auch, eine gute Olive zu schätzen? Allerdings, ich habe mir gerade eben ein frisches Glas bestellt. Was für ein Zufall. Darf ich? Natürlich. Setzen Sie sich. Wir kippen gemeinsam ein Gläschen. Oh, ja, das klingt nach einem Plan. Eva, Geschmackssimulation aussetzen. Jetzt! Ach, Neil, ich glaube, ich habe jetzt keine Lust. Dafür
wirst du noch sowas von bezahlen. Tja, und so sind wir zu unserem ersten Toaster gekommen. Alles in Ordnung? Ja, mich nimmt das Geschmackserlebnis dieser eingelegten Oliven total gefangen. Einfach wundervoll, nicht wahr? Oh ja, man kann sich kaum vorstellen, dass irgendjemand diese Dinger ekelerregend finden könnte. Lassen Sie sich Zeit. Wir haben ja noch zwei Gläser. Also habe ich gesagt, hey, das ist nicht in Ordnung. Und Sie haben mir recht gegeben. Und wissen Sie, was noch an unserer Gesellschaft nicht stimmt? Ja, ich habe es sogar dabei. Wieso? Darf ich mal sehen? Oh, darf ich mal sehen? Na gut. Bitte sehr. Und anhalten. Endlich, Herr im Himmel. Wie waren die Oliven, Neil? Ach, halt die Klappe. Das ist doch so ein sehr schöner Moment, um die heutige Folge zu beenden. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dann auch wieder dabei und dann werden wir auch dieses Memento lösen und wieder zurück in seine Erinnerung reisen.